Der amtierende Meister Dortmund empfängt im Signal Iduna Park Nürnberg. Für Dortmunds neuen Gündogan ist es das erste Spiel gegen seine alten Kollegen. Der letzte Sieg der Borussen gegen die Franken an Spieltag 32 der Vorsaison machte den BVB zum Meister. Die Dortmunder in Gelb-Schwarz haben auch die erste Chance des Spiels. Sechste Minute, Mario Götze. Doch das war's dann erstmal mit der gelb-schwarzen Herrlichkeit. Die Gäste in der Folge aus einer starken Defensive heraus immer wieder mit Chancen. 12. Minute, Aigler, beinahe die Gästeführung. Wieder der Club, wieder ein Konter, Hegeler, Weidenfeller passt auf, nochmal Hegeler. Ganz starke Gäste bis hierhin. Coach Jürgen Klopp nicht zufrieden. Dabei hat die Borussia unter ihm bislang jede Partie gegen Nürnberg gewonnen. 6 Minuten vor der Pause dann doch nochmal die Hausherren mit Lewandowski. Aber der junge Nürnberger Keeper Rakowski pariert stark. Nach der Verletzung von Stammtorwart Schäfer feiert der 18-Jährige eine starke Premiere in der ersten Liga. Die ersten 45 Minuten torlos. Der Meister kommt entschlossen aus der Kabine. 50. Minute, Piszczek, Götze, Lewandowski und das 1:0. 5 Minuten lang das Tempo angezogen und schon führt der BVB. Robert Lewandowski trifft zum ersten Mal in dieser Saison. Die Gäste keineswegs geschockt. Pinola zieht ab. Nur eine Minute nach der Führung der Dortmunder. Wieder nur eine Minute später, Ecke Nürnberg. Simons und dessen Kopfball segelt nur ganz knapp am Dortmunder Kasten vorbei. Der Meister mit dem Schlussspurt, der eingewechselte Blaschikowski, Perisic, und der trifft wie an Spieltag 2 nur den Pfosten. 74 Minuten gespielt. Nürnberg kämpft, aber die letzte Chance hat der BVB. Kevin Großkreuz. Die Entscheidung in Minute 80. Und was für ein krummes Ding. Klose lenkt den Schuss von Großkreuz unhaltbar für seinen Keeper ab. Dortmund führt 2:0 und so geht das Spiel auch aus. Der BVB ist seit nunmehr 18 Heimspielen saisonübergreifend ungeschlagen und bleibt mit 6 Punkten nach Spieltag 3 in der Tabelle obendran.